Servus beim Austria Grill Team! Heute wird's bei uns wild und schweinisch. Und wie das funktioniert, seht ihr gleich. Wir haben heute schon einen weiten Marsch hinter uns. Wir befinden uns in der Wildnis von St. Stephan ob Steins und machen heute ein Wildschweingulasch auf diesem Gerät. Und der Miki erklärt uns, was das ist. Das ist eine ganz altmodische, klassische Gulaschkanone. Das ist aufgebaut auf unserem ersten Teil vom Blackout Grillen, heute die Fortsetzung, Teil 2. Dazu braucht man eigentlich nicht viel, außer trockenes Holz und was zum Anzünden. Und weil wir heute ein ganz besonderes Schilcherland-Wildschwein-Gulasch für euch zubereiten werden, fangen wir trotzdem ganz normal mit den ersten Schritten an. Und zwar, wie der Philipp euch jetzt sagen wird, mit Schweineschmalz und Butter. Ich werde inzwischen ein bisschen nachfeuern, dass wir die Temperatur halten. So, dann den Deckel mal vor. Und das geben wir da schon mal rein. Und das ist schon schön warm, wie sie hört. Und wenn das Schmalz und die Butter dann vergangen sind, dann können wir die Zwiebeln dazu rein tun. Schau, ich hilf dir mit einem gescheiten Leib. Ja, danke. Mit dem kommst du nicht ins Trink. Danke, danke. Drehen wir um und ist da. So. Ja, das schaut schon sehr gut aus jetzt, das brutzelt schon schön. Jetzt schmeißen wir die Zwiebeln dazu rein. Wichtig, es müssen von der Menge her, vom Gewicht, gleich viel Zwiebel wie Fleisch sein. Ganz egal bei was für einem Gulasch. Wildschwein, Rindfleisch, Schweinefleisch, immer gleich viel Zwiebeln wie Fleisch verwenden. Und die braten wir jetzt dann schön glasig goldbraun an und dann kommen wir weiter zum Fleisch. Die Zwiebeln sind jetzt schon schön glasig und goldgelb und als nächstes werden wir einen Esslöffel Zucker dazu reingeben in unseren Topf. Der bindet nämlich später die Säure ein bisschen und macht das Ganze sehr geschmackvoll. Hier gibt es Tomatenmark rein zum Tomatisieren, dann wird das Ganze ein bisschen dunkler. Dann machen wir eine kräftigere Soße. Ein bisschen Aroma. Das Tomatenmark muss man gleich unterrühren, auch ein bisschen mit anbrankeln. Wir brauchen da etwas zum Ablöschen und weil wir da in St. Stephan sind und aus der besten Lage den Schilcher da hernehmen vom Weingut Hieben, werden wir den jetzt zu 2/3 da verwenden. Weil ablöschen könnte man ja eigentlich mit einem Wasser oder mit irgendwas anderes das Ganze auch, aber deswegen, weil es was Besonderes heute wird, nehmen wir den Schilcher. Ja. Nach unserem Motto Shit in, Shit out arbeiten wir nicht, nämlich genau umgekehrt. Wir verwenden spezielle hochwertige Zutaten und kriegen dann ein hochwertiges Produkt am Schluss raus. Oder wie viel nehmen wir da, Philipp? 500 Milliliter sollten es sein im Endeffekt. Ja, das passt gut, weil da bleibt für uns noch ein Achtel genau über noch, oder? Was bleibt über, ja. Optimal. Wir haben jetzt da unser Wildschweinfleisch. Das haben wir von der Familie Draxler aus Moskirchen bekommen. Danke dafür. Das ist ein Teil von der Schulter, das eignet sich besonders gut zu machen zu so einem Gulasch. Das Besondere beim Wildschweinfleisch ist das Aroma vom Fleisch, das ist was ganz anderes als beim Hausschwein, das ist intensiver, dann ist es intensiver von der Farbe, weil es von der Struktur her einfach so gegeben ist. Aber ist jetzt ganz wurscht, oder? Ob ich jetzt ein normales Schweinefleisch oder Wildschweinfleisch nehmen würde, ich nehme trotzdem die Schulter, oder? So ist es, ich nehme trotzdem die Schulter. Das eignet sich für beides einfach sehr gut. So, jetzt geben wir das Ganze rein. Sehr schön verrühren, dass es in der ganzen Masse schön verteilt wird. Also das jetzt kurz ein bisschen anbrankern. Und direkt danach löschen wir das ganze Glas mit dem Krug Wasser ab. Zu beachten ist dabei, dass mit dem Wasser das Fleisch und die Zwiebeln schön gleichmäßig bedeckt sind, so wie hier, oben nichts mehr ausschaut. Und dann kommen die Gewürze. An sich wird das Gulasch jetzt wahrscheinlich schon ziemlich lecker schmecken, aber ein paar Gewürze brauchen wir trotzdem. Wir geben da
trockenen Thymian dazu hinein. Dann kommen 2 Esslöffel zerdrückte Wacholderbeeren dazu. Ein bisschen Majoran. Dann kommt Paprikapulver dazu. Und die ganzen Mengen, die wir da haben, die verlinken wir euch in der Infobox. Genau, so wie immer. Ein bisschen getrocknetes Basilikum kommt noch dazu rein. Zack. Dann haben wir noch 5 gehackte Knoblauchzehen. Schön ausputzen. Jawohl, machen wir schon. Ja. Kümmel darf nicht fehlen bei den Gewürzen. Und ganz zum Schluss kommen noch 4 getrocknete Lorbeerblätter hinzu. Und dann wird das Ganze schön sachte, vorsichtig verrührt, dass alles schön vermengt ist. Und dann haben wir eigentlich nur mehr von jetzt weg 2 Stunden zu warten, bis das Ganze eingedickt ist, die ganzen Geschmäcker von den Gewürzen aufgenommen hat und das Fleisch schön zart wird. Und wenn es ein bisschen mehr ist als 2 Stunden, je besser vom Gulasch. So, nach einer gewissen Zeit schauen wir wieder mal rein, damit wir ein bisschen umrühren können. Und das Feuer schauen wir uns noch an, dass es nicht ausgeht. Ja, gelegentlich umrühren, das schadet nicht, sonst brennt es unten gar an. Und wenn man zu wenig Temperatur hat, ist es auch nicht gut. Also hin und wieder mal Scheitel nachlegen und ein bisschen umrühren. Zwei Stunden sind vergangen. Das Ganze hat jetzt sehr schön eingeköchelt und eingedickt. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's ans Verkosten und schauen wir, ob das was geworden ist. Das freue ich mich schon, ja. Also, ob es was geworden ist, das ist keine Frage. Es ist was geworden. Es ist nur die Frage, wie gut ist es wirklich geworden. Ja, wenn wir mal ausschöpfen. Mhm. Zack. Jetzt habe ich noch einen Löffel her und dann verkosten wir. Mahlzeit, Philipp. Mahlzeit. Da ganz ist es ein bisschen warm. Ich tue ein bisschen so abstecken. Richtig mega. Boah, feiner Geschmack. Extrem gut. Sehr intensiv. Mhm. Boah. Aber so soll Gulasch eigentlich sein. Richtig geil. Obwohl wir es nicht sehr viel gewürzt haben. Das Wildschweinfleisch ist so aromatisch und so geschmackvoll. Voll geil. Richtig fein. Haas. Aber so heiß wie es ist es auch so gut. Es ist richtig heiß. Echt lecker. Heute haben wir das mit Schücher gemacht. Ja. Das Wildfleisch. Und wir haben auch noch Wild im Whisky-Rauch gemacht. Das verlinken wir euch oben. Das ist auch ein cooles Video auf einem Drehspieß. Und demnach wünschen wir euch noch viel Spaß beim Nachmachen.